So, da sind wir wieder. Hat auch nicht ewig gedauert. Ah, bitte. Sorgt dafür, dass euer Spiel funktioniert. Dankeschön. Oh! Das ist mit Abstand der endgeilste Roll, den ich seit langem hatte. Aqua Rugwave verstärkt den Damage von Starcaller und Great Boar. Starcaller plus Gral mit Soulgate. Mua. Alter Scheiße. Das kannst du keinem erzählen. Alter, nee. Oh mein Gott, wir sind halt. Wenn ich das verkacke, dann. Es hätte halt. Ne? Ich statt einer. Statt Solgate hätte ich auch Akter genommen. Also, Yuzura, aber. Holy. Und Giant Snails. Wir spielen Snail Only, Jungs. Snail Only is the way. Fünfter Worker. Und dann können wir rein theoretisch entweder in Aqua gehen. Kein Cent. Dann splitten wir mit einem Aqua auf der linken Seite und gehen noch einen Bone Warrior. Ja. Die spielen Cross, aber anscheinend mit Pyro, also alles Tutti. Sind beide Worker gegangen, ja, können sie machen. Aber die zwei halten sie nicht. Das sieht ja keiner. Kurz mal pieken. Aha. Okay. Ja, da geht wahrscheinlich ein Exec. Auf den schickst du, Rudi. Ich will diese Stay. Dankeschön. Die war wichtig. Weil das ist jetzt der Bone Warrior. Plus das Aqua. Plus 10 Gold. So, das Aqua setzen wir. Hier. Und den Bone Warrior. Kein Standbild, Dankeschön. Setzen wir hier. Dann tankt. Alter, diese Standbilder gerade. Was ist los? Hier oben stehen übrigens die FPS. Kein Cent. Mutig. Gehe ich Double Bone Crush? Hat keine Einheit dazu gesetzt, ne? Warum hat die Dringdrill bei mir keine HP? Die kriegt 10 Schaden. Good job. Schaffe ich einen 40er Cent. Schöne Dragon Turtle. Warum auch immer die HP bei mir fehlt. Ich schaffe die Dragon Turtle nicht. Weil dafür brauche ich noch 10 Sekunden. Oder? Sehr schön. Das wäre jetzt eine Rockwave. Rockwave hat 37 DPS. Und du hast 36. Ich könnte noch ein Bone Warrior gehen. Und Triple Aqua. Aber ich gehe lieber die Rockwave. Weil die hat 1150. Nur 380. So. 40er Cent. Wunderbar. Da können wir noch einen 6. Worker gehen. Rockraves so natürlich bringt mir relativ wenig. Aber mit der Arcane Armor, mit dem vielen Leben und dem relativ guten DPS ist sie hier die beste Möglichkeit zu halten, weil ich es Fall im Metal ja eh nicht schaffe. Dann haben wir gleich den zweiten Bone Crusher, gehen wir gegen 5. Das heißt, wir gehen jetzt hier noch. Nee. Snails. Ich hab die Dragon Turtle geschickt, obwohl ich gesagt habe, wir spielen Only Snail, ne? Was für ein ehrenloser bin ich denn bitte? Ach, Tatsache, reicht sogar. Ich bin dumm.
Die Rockwave tankt danach. Fire Element kommt dann hier hin. Und auf der nächsten Wave gehen wir in Bone Crusher, das heißt, wir können jetzt noch einen 8. Worker gehen. Obwohl, 8. Worker oder Fire Element? Ich glaube, ich gehe in Fire Element. Obwohl, Bone Crusher hält langsamer, ne? Er schickt wieder, ja. Ich gehe den 8. Worker. Double Bone Crusher. Bone Crusher Split ist richtig stark auf 5. Mit der Fortified-Rüstung. Ja, hier natürlich nicht, ne, wegen dem Impact-Damage, aber Rockwave tankt jetzt fürs Aqua. Haben wir die längste Zeit den höchsten DPS. Hat wunderbar funktioniert. Ja. Da gibt es ordentlich Leaks. Hier gibt es ordentlich Snails zum Mitnehmen. Snails sind auch. Oh, na. For me. Oh, for you. Oder meint er den Hermit, den sie bekommen haben? Wenn er mir nicht geht, ist ein Feuerelement. Das ist mir total egal, was du machst. Das ist nicht nett. Hat Erbarmen. Sind doch 9, ne? Ja, es sind 2 Chinesen. Die haben keine Ahnung, dass man sowas nicht macht. 80er Cent, das ist The Brood. Gut, dass ich das Fire Element gegangen bin. Jetzt tankt die Rock Wave. Ich gehe jetzt in Worker, aber ich glaube, ich lieg das. Ja. Ja. So, 130, was machen wir damit? Split so leicht auflösen. Sind schon länger dabei, halt nicht nett. Schon länger dabei und sind halt nicht nette Spieler. Kann ich verstehen. Wenn man nicht nett ist, dann muss man. Muss nicht nett sein, ne. Oh, und der Bone Warrior hält sich jetzt hoch, ne? Das ist natürlich richtig lustig. Und ihr seht, wie lange der Bone Crusher halt hält. Das ist halt schon lustig. Upgrave hat weniger Leben als Fire Element. Okay, so sehe ich nicht. War das nicht früher andersrum? Ich kann noch 2 Walker gehen und schaffe trotzdem 2 Aquas. Muss halt, er liegt, ne? Ja, dann gehen wir noch einen Walker. Ah, jetzt fehlt mir natürlich genau ein Gold, aber ich hoffe, davon bekomme ich ein Gold. Dann komme ich exakt auf unsere 100. Und die werden dann später zu Dark Mages, die Aquas buffen. Aqua-Spam, sehr lustig. Wir gehen hier vorne in das Soulgate Stark, also Starcaller Soulgates, damit wir die 10 haben. Auch
Nee, komm. Erbe? Das müssten wir, glaube ich, haben. Ja, die Blut wird gefokust, ne? Die Rockref greift sie zumindest an. Können wir nochmal zwei Worker gehen? Ja, das haben wir. Ich bin brav. Ich auch. Sehr viel nicht nette Spieler hier. Naja, Platz 1 ist unsicher. Ich gehe noch einen Worker. Ich gehe gleich ein Fire Element, das schaffe ich allein durchs Income. Ist das, das ist schon wieder dieses 13 Minuten Packel? Warum kommt das jedes Mal, wenn ich diese Playlist starte? Ich habe übrigens auf Shuffle. Ich habe auf Shuffle die Playlist gestellt. Das heißt, eigentlich müssen jetzt immer unterschiedliche Kombinationen von Dingen kommen, ne? Und deswegen regt es mich auf, dass quasi jedes dritte Lied diese scheiß 13 Minuten Mix ist. Snail kam nicht mehr raus. Wie viele Snails waren das jetzt? 120, 6 Snails. Oh, das ist lecker. Gehen wir mal 3 Worker. Gehen wir auf 18. Ah, ich bin auch schlecht auf 9, ne? Ich kann keine Worker gehen. Mm-mm. Genau, Fire Element Tank, sehr schön. Fire Element Buff stackt ja jetzt auch, ne? Ich glaube, ich gehe jetzt ein Schweinchen. Ein Schweinchen, ja. Oder ich gehe eine Disciple, aber die macht halt. Die macht halt relativ wenig Schaden. Wenn ich das Schweinchen gehe, muss ich den Split auflösen. 2, 3, 4. 16. Woche. Gerade Anzahl möchte ich schon haben. Das ist halt immer noch das Schweinchen und ein Bone Warrior, ne? Ja, ich gehe jetzt Schweinchen Bone Warrior. Split auflösen. Schweinchen. Lassen wir das gerade reinrennen? Ja. Gerade reinrennen und den Bone Warrior hier vorne hin. Wir können auch so Triple Warrior machen. Der ist gegen. Das ist gegen 10 relativ stark. Das sind halt 1, 2. Nee. Der braucht 2 Hiebe, ne? Ja, 1, 2, 3, 4, 8 Hiebe. Vom King, die ihm rein theoretisch nichts bringen. Und dann gehen wir hier in einen Starcaller. Starcaller Soul Gates sind gut, um Frontline zu schaffen. Und dann hole ich mir noch Ocean Templar Soul Gates, die dann die Back-Units generieren. Und das Schweinchen ist halt auch verdammt tanky mit 3200 Leben, ne? Dann gehen wir jetzt gleich mit Disciple. Sind auf wie viel Value? 1145, jo. Und noch eine Rockwave, ja. Und dann schaffe ich noch einen Worker, ja. Wir haben Giant Snail. Deine nächsten Snails sind riesig. Refund Sacrifice ist auch lustig. Sind halt 2 Worker. Und ich könnte einen Bone Crusher löschen. Der mir halt relativ wenig nur noch bringt, weil ich ja eh auf Schweinchen gehe. Pawnshop hätte ich tatsächlich auch genommen, weil dann könnte ich hier einiges umstellen. Dann könnte ich die Bone Array verkaufen und da vorne Grals hinsetzen, ohne wirklich Verlust zu machen. Ist noch ein Worker. Disciple und die Rockwave. Rockwave stackt übrigens nicht, aber die hat mehr Pierce Damage als das Fire Element, deswegen ist das gegen 10 noch okay, das zu setzen, weil du halt dann halt einen höheren Pierce Damage hast und du, ich weiß nicht, ich glaube, das, wie die fliegen, ist random, aber wenn die so weit auseinander sind und du eine Wave hast, die relativ viele Einheiten hast und die sind ja relativ weit auseinander und auch noch in der Höhe variierend,
greifen die eigentlich immer unterschiedliche Einheiten an. Und da ist ein Hermit dabei und jetzt sieht er gleich, was mit dem Hermit passiert. Der stirbt halt einfach am Feuerelement. Ja. Let's try. Ist das das Schweinchen? Ja. Das haben wir leider nicht. Ja, aber der kommt. Ich habe den Cent bekommen, das ist okay. Und wir haben jetzt 1400 Value, das heißt, wir setzen gleich noch ein Schweinchen und können das restliche Gold, was wir haben, in Worker gehen. Ich schicke auf grün. Grün hat da Sky Queens, okay. Dann lohnen sich die Giant Snails. Ah, ich hätte Lizards gehen sollen, ne? Oder Dinos. Egal. Dann baite ich ihn jetzt mit den normalen Snails, dass er denkt, ich habe keine Giant Snails und auf 12 kriegt er dann die Giant Snails. Das ist lustig. Das ist lustig. So. Gigantus Snailus, Soulgate und 1, 2, 3 Worker. Ja. Gegen 12 gehe ich dann den Starcaller. Das ist dann 156 plus 27 plus 2, 7, 9 minus 3, 3, 5. 127 sind 3 Worker. Jetzt noch die Lizards. Und jetzt müsste er ja denken, dass ich normale Snails habe. Das ist übrigens auch sehr lustig im Rank, wenn man das macht. Wenn du eine Giant Snail hast, du schickst die schnell deine Snails raus, die nicht gigantisch sind. Und dann denkt der Gegner, ah, der hat keine Giant Snails. Das heißt, ich kann jetzt gleich auf 12 andere. Er ist Giant Snails gegangen. Das weiß ich jetzt nämlich schon. So, und jetzt kriegt er 8 Giant Snails und Dinos. Und die Great Boars sind natürlich tanky as hell. Ah, ich schaff die Dinos nicht, ne? Ja. Windhawks. Ja, auf 12 ist er richtig aufgeschmissen mit den gigantischen Schnecken, ey. Ich kann sogar noch 2 Worker gehen, ne? Ey, ey, ey. Lecker. Unser Cross hält ziemlich gut, hat auch 18 Worker, sind gut dabei, finde ich nice. Haben jetzt ihre Banana-Helben. Haben leider noch keine Yuzura, aber haben einen Daphne-Kreis. Das ist ziemlich gut gegen Kings. Noch einen. Snails sind fertig. 2 pro Einheit. Wenn ja, ist das lecker. Gehen noch Dragon Turtles. Weil die Dragon Turtles auch von den Disciplen die Spells abfangen. Und die 12, also die Mantises, sind ziemlich stark. Unterschätzt man immer ziemlich schnell. Die haben ziemlich schnell, greifen ziemlich schnell an, haben auch ein hohes Angriffstempo. Das ist hier das Starcaller. Wir haben jetzt 50 Gold. Das wäre entweder ein Worker. Oder ich gehe gleich Double Soul Gate. 520. 168 plus. Plus 375 durch 260. Achso, ja, muss die Klammern setzen, ne? In Klammern. 168 plus 59 plus 375. Klammer zu, geteilt durch 260 ist gleich 2. 2 und. Interessant, dass er keine Kommazahlen berechnet, ne? Weil eigentlich dürfte das nicht aufgehen. So, jetzt schauen wir uns das mal an, das Spektakel hier. Ah, die Giants sind schon weg. Die Giants jetzt müssen raus. 7? Echt? Krass, 8 Snails raus. 1, 2, 3 Worker noch. Ja, das passt. Kommen wir auf 520. Und dann nochmal sich Lizards. Ach, ist auch ein Soulgate gegangen, ne? Oh, das ist ein dicker Leap. Ah, der ist nicht von mir. Er ist gequittet. Warum? Wann? Hat einen 320er Cent bekommen, deswegen. Der, auf den ich schicke, ne? Aber jetzt kriegen wir hier ordentlich Gold wieder. Nee. Ja doch,
Ein Worker kann ich noch gehen. Und dann passt das perfekt. Die haben jetzt Starcaller, ne? Die sollen auch schnell aufgelöst werden. Mit Starcaller sind die natürlich schnell tot. Dann gehen wir hier hinten gleich noch einen Starcaller. Das sind nicht 6, sondern 5. Minus 180, minus 6, minus 4, 5, 9. 115. 2. Okay, dann gehen wir nochmal 2 Walker. So, 32 Walker, das sind dann 8 Lizards und 8 Giant Snails. Ich habe immer noch einen leichten Split, sehe ich gerade, ne? Alles vollkommen fein. Ist jetzt nicht sonderlich schlimm. Und ihr seht, die beschwören halt richtig schnell ihre Einheiten und haben dadurch viel mehr Value, als ihnen eigentlich gut geschrieben wird. Wir sind auf 2085 Value. Ich könnte eigentlich auf 40 Worker gehen. Warum gehe ich so viel Value? Und die liegen. Die liegen wie Hölle. Der Gegner hat keine Chance mit dem. Hoffentlich kein YouTuber. Darf ich nicht? Bitte. Ich hab. Der Roll ist so lecker. Er ist ein guter. Ich hab so viel Gold. Ich geh jetzt einfach auf 40 Worker. So. Starcaller schaffen wir es trotzdem, ne? Tatsache. Und den 41. Worker schaffe ich auch noch. Gehen wir jetzt nochmal 9 Worker. Drei Snails, schaffe ich die noch? Mit 40 Workern, ja, ne? 40 in 10 Sekunden, ja. Ist drin. Sehr lecker. Aber mit King-Ups würden die das halten. Das sind Giant Snails, aber die verpuffen jetzt. Puff. Lustig. So, wie haltet ihr das? Ihr habt Death Caps. Eine Menge Death Caps. Es schmilzt halt alles, ne? Schau dir das an. Ein anderer Starcaller steht bei den Zorgels, das ist gut. GG. Watch me live on. Das mach ich jetzt nicht. Ja, das hält er leider nicht. Sind die so schlecht, aber ja. Call me Dave. Ich wollte noch Hi Dave schreiben, habe ich gar nicht gemacht, ne? Die Sky Queen dreht hier komplett durch, aber da war leider eine Safety Mode dabei. Naja, hat mich trotzdem gefreut. Und ja, sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein. Haut. Stats. Dankeschön. Haut rein.